Im Vergleich zum Göttinger Parteitag im vergangenen Jahr ist Ruhe eingekehrt in der Partei. Das wird Katja Kipping mit für verantwortlich gemacht, die eine Hälfte der Parteispitze. Sie haben gesagt, Sie haben bewusst auf eine andere Tonlage gesetzt. Was war da Ihr Erfolgsgeheimnis? Ja, die neue Parteiführung ist gestartet mit einer Zuhöroffensive und wir haben ganz klar gesagt, wir wollen ja für die Gesellschaft mehr Wir-Gefühl, mehr Wir-Geist. Und das haben wir auch in der Partei praktiziert. Und insofern waren die letzten 12 Monate ein gutes Jahr für die Linke. Wir haben uns stabilisiert und wir, glaube ich, haben uns auf das konzentriert, was den Kern unseres Wirs ausmacht. Nämlich, dass wir unbestechlich gegen Krieg und Rüstungsexporte sind, beharrlich, wenn es um Ostinteressen geht und konsequent, wenn es darum geht, Millionäre und Konzerne zur Kasse zu bitten und kämpferisch, wenn es um soziale Rechte geht. Das klingt schon wie genau Zitate aus dem Wahlprogramm. Wie weit sehen Sie denn die Gefahr, dass die Linke doch mehr oder mehr eine reine Ostpartei wird? Ja, wir haben Hochburgen und die liegen in der Tat bei uns im Osten und im Saarland und wir freuen uns über unsere Hochburgen, aber wir sind eine bundesweite Partei. Auch in Hessen leisten unsere Genossinnen und Genossen großartige Arbeit, um mal ein Beispiel aus dem Hessischen Landtag zu benennen. Es ist unseren Genossinnen der Linken zu verdanken in Hessen, dass die landeseigene Wohnungsgesellschaft, das Wohnungsunternehmen nicht privatisiert worden ist und damit haben wir einen konkreten Beitrag geleistet, dass Wohnen weiter bezahlbar bleibt. Wie weit werden Sie es schaffen, Oskar Lafontaine in die Wahlkampfaktivitäten einzubinden? Denn unmittelbar vor diesem Parteitag, auch in den letzten Wochen, gab es, ich sag mal, eine Art Sperrfeuer von ihm mit seinem Vorschlag, aus dem Euro auszusteigen. Na, so würde ich das nicht benennen. Ich würde eher sagen, das war eine Debatte, die ja auch unter Volkswirtschaftlern und Wissenschaftlern geführt wird. Der Parteivorstand ist dem Vorschlag von Bernd Rixinger und mir mit einer großen Mehrheit gefolgt. Und wir sagen ganz klar, wir sind nicht für den Austritt aus dem Euro. Wir wollen ein soziales Europa. Und ich glaube, das ist auch die beste Bestandsgarantie für eine gemeinsame Währung, wenn es europaweit Mindestlöhne, Mindestrenten und eine ordentliche Millionärsbesteuerung gibt. Wie weit, denken Sie, wird es bei diesem Parteitag eine Rolle spielen? Nehmen wir das Stichwort Millionärsbesteuerung auf. Nun hat zum Beispiel Fraktionschef Gregor Gysi im Vorfeld des Parteitages gesagt, man möge beim Stichwort Vermögenssteuer zum Beispiel betriebliche Vermögen rausnehmen. Das ist etwas anders, als es in anderen Anträgen steht. Wie erwarten Sie da die Gemengelage in der Partei? Also es gibt in der Tat ein paar Punkte, wo wir unter uns noch eine Diskussion haben werden. Das ist zum einen die Frage, also beim Steuer gibt es da Diskussionen. Wir hatten jetzt schon mal einen Kompromiss im Parteivorstand, dass es einen sehr großen Freibetrag gibt, weil unsere Regelungen wollen einfach vermeiden, dass Privatvermögen pro forma in Betrieb reingesteckt wird, um die Millionärssteuer zu vermeiden. Und es gibt aber noch einen anderen Punkt, wo wir auch mit unter uns Diskussionsbedarf haben, bei der Frage, wie schnell soll die Mindestrente in Höhe von 1050 Euro kommen. Das werden sicherlich spannende Diskussionen. Wir werden sehen, in welcher Form dann das Wahlprogramm verabschiedet werden wird. Inwieweit haben Sie tatsächlich die Hoffnung, noch einmal an das zweistellige 11,9% Ergebnis von 2009 heranzukommen? Die Umfragen sagen im Moment eine andere, ziehen eine andere Bilanz. Ja, wenn man bedenkt, in was für einem Zustand wir die Parteispitze übernommen haben, bin ich sehr froh, dass wir uns jetzt stabil eingepegelt haben. Da ist noch Luft nach oben. Wir sind jetzt mal wieder bei einem Unternehmen mit 9% in Umfragen. Das freut uns natürlich und ich hoffe, der Parteitag gibt uns Schwung, dass wir so nah wie möglich an das gute Ergebnis herankommen. Nun gab es ja, gleich zu Beginn ist der Parteitag etwas verschoben angefangen worden, weil die Delegierten des Landesverbandes Berlin im Zug stecken geblieben waren. Aber das ist kein Omen für den Parteitag, oder? Ja, es waren Journalisten und Parteitagsdelegierten gleichermaßen betroffen. Also die Deutsche Bahn hat es uns etwas schwierig gemacht mit dem Anfang. Ich hoffe trotzdem, dass wir heute hier gut vorankommen und dass wir auch am Ende des Tages noch dazu kommen, zusammen ein bisschen zu feiern. Katja Kipping, Vorsitzende der Linken.